bin mehr als begeistert ob der gesamten Situation des Doi hier, weil ich finde, es gibt selten Läden, die oder Lokalitäten, Räumlichkeiten, die so sehr kulinarisch ausdampfen, muss man wirklich schon sagen, wie das Doi. Und es ist ein sehr, sehr authentisches, bumsehrlich, down-to-earth gebautes Objekt. Und das ist eine Welt, in der ich mich sehr wohlfühle beim Kochen. Wir sind aus Österreich. Wir sind das erste Mal hier in Niederbayern, im Steu, und wir sind restlos begeistert. Eine wunderschöne Location, so etwas von authentisch, so etwas von liebevoll gemacht. Einfach, wir sind nur begeistert. Das Steu ist für mich kein Restaurant. Es sind zwar Leute da, sie essen am Tisch, wir kochen für sie. Das Prinzip ist das Prinzip eines Restaurants, aber in Wahrheit ist es ein Wohnzimmer. Du kommst her und hast das Gefühl, dass du Schuhe ausziehen willst. Ja? Und die Schuhe ziehst du nur da aus, wo du dich wohlfühlst. Wie im eigenen Wohnzimmer zu Hause. Und so ist für mich der Steu. Es ist so viel Herzblut hier drin. Es ist einfach ein Restaurant, das es, glaube ich, nicht zweimal auf der Welt gibt. Es ist einfach, wie soll ich sagen, man muss hier gewesen sein. Wer nicht hier war, kann überhaupt gar nicht mitreden. Und ich muss sagen, ich komme immer wieder gerne hierher. Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Termin. Ob ich hier arbeiten muss oder als Gast bin, das ist egal. Ich fühle mich hier sauwohl. Ja, also wenn man hier auf den Steu einfach auch zufährt, dann man merkt einfach diese, ich sag mal, sehr einzigartige und sehr außergewöhnliche Atmosphäre. Das, was ich hier einfach auch schätze, man fühlt sich direkt pudelwohl. Man wird hier herzlich empfangen und ja, ich bin einfach gerne hier. Als Freund, als Gast, als Koch. Wir haben hier einen wunderschönen Abend dann einfach heute dann auch verlebt und es sind alle Rinder im Stall geblieben, finde ich auch sehr wichtig. Also für mich ist der Steu ein ganz besonderer Platz und ich bin immer wieder ganz fasziniert zu sehen, was der Luki geschaffen hat in so einer kurzen Zeit. Also ich habe den Steu gesehen im Rohbau und was daraus entstanden ist. Ja? Und was ich unglaublich toll finde, ist, dass der Luki seine familiären Wurzeln und seine Traditionen hier sehr viel beibehalten konnte und aber auch das Neue, das Fetzige und das Coole und das Rockige, das er ist, miteinander so toll kombiniert hat. Und dass es jetzt einfach für so viele Gäste zugänglich ist und er seine Philosophie damit vom Bayerischen Wald aus in die Welt trägt. Also ich meine, was Besseres gibt es doch kaum. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich halt auch manchmal hier sein darf und ja, wir dann zusammen auf die Kacke hauen. Und wie gesagt, Steu, Hammerladen. Also ich bin beeindruckt, was du hier aufgebaut hast. Schön, dass man da sein darf. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schon ein bisschen wie daheim. Also es sind alle sehr sympathisch, es ist professionell organisiert, wir haben alles, was wir brauchen. Und auch vom Akzent von allem, man fühlt sich schon ein bisschen daheim, muss ich schon sagen. Es ist wie daheim gekocht. Also das Steu hat mich wahnsinnig überrascht. Ich habe mir was ganz anderes vorgestellt und bin aber doch viel mehr positiv überrascht, als ich es mir eh schon erhofft habe. Und für mich ist es eh was ganz Besonderes, unter den ganz Großen mitspielen zu dürfen. Ich finde am Steu unfassbar beeindruckend, weil ich habe mir auch gesehen, wie er noch vorher aussah, was du in der kurzen Zeit daraus gemacht hast und wie er jetzt schon wieder am Weiterwachsen ist die ganze Zeit. Also ich finde ihn zutiefst beeindruckt und bin auch schon neidisch. Geile Nummer, die du hier auf die Beine gestellt hast. Und der Steu ist ein Ort der Gastlichkeit. Also wirklich, das ist hier so schön eingerichtet und so viel Liebe zum Detail. Und das ist so für dich dein Refugium hier. Und da muss ich einfach sagen, auch wenn ich neidisch auf deinen Herdblock hier bin, aber das gönne ich dir einfach. Das bist du. Und das finde ich ganz toll, was du hier fabrizierst. Und jetzt sitzen wir hier drin bei den namenhaftesten Köchen, die man überhaupt kennt, bei tollen Weinen und
erleben Geschichten, Abende, die du wirklich sonst nur in den großen Metropolen dieser Welt erlebst. Da muss ich einfach sagen, in Scherbengrub, ich finde es immer noch nicht. Das Navi fährt immer anders. Aber wenn man dann da ist, ist einfach großartig. Alle werden sich hier treffen im Steu, dem Mittelpunkt der Welt. Prost!